Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt's wieder jede Menge kleine Telefonteile. Telefonate, die nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem jede Menge davon aufzeigen, was da eigentlich wirklich am Telefon los ist, wenn die ganz seriösen Callcenter anrufen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung. Ja, hallo. Ich kann niemand hören. Hallo? Ja, geht ja schon wieder richtig professionell los. Der erste Anrufer, den wir hier in der Leitung haben, tja, der hat nichts gesagt und dann einfach Musik eingestellt. Tja. Guten Tag. Ja, bitte. Hallo? Ja. Hallo. Guten Tag, ich heiße Jack. Und ich rufe Sie von Automatisiert Bitcoin System. Wie geht's Ihnen heute? Ja, ganz entzückend. Wie bitte? Ganz entzückend. So, Sie haben sich bei uns registriert, Geld zu machen auf dem Finanzmarkt, ja? Habe ich das, ja? Also jetzt, ich bin Ihre Kontomanager und ich kann Sie assistieren, mit den Handeln zu beginnen, okay? Aha. Okay, na, können Sie mir sagen, haben Sie Erfahrung mit Handeln oder das ist das erste Mal? Ja, ich habe schon öfters gehandelt. Okay, so. Jetzt, Sie können Ihre Konto aktivieren mit das Minimum. Mit nur 250 Euro, okay? Mit 2,50 Euro? 250 Euro. Ach, 250. Genau. Aha. Okay. Okay, so haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihr Konto zu aktivieren. Ist das nicht langweilig, jeden Tag 100 Mal das Gleiche vorzulesen? Sagen Sie mir, haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihr Konto jetzt zu aktivieren? Warum werden Sie denn gleich laut? Wie bitte? Warum werden Sie denn gleich laut? So, möchten Sie Ihr Konto aktivieren oder nicht? Sagen Sie mir. Natürlich. Was bedeutet natürlich? Na, so wie ich es gesagt habe. Sie haben es ja richtig verstanden. Okay, so haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihr Konto aktivieren jetzt? Ja, wie oft müssen Sie Ihnen das vorlesen am Tag? Okay, ich schließe das Konto. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, winke, winke, Betrüger. Ja, genau so stellt man sich doch ein seriöses Gespräch mit einer angeblichen Tradingbank vor. Als allererstes will er wissen, wie man einzahlt und wie viel. Tja, und dann hat er direkt keine Lust mehr, wenn man da nicht 100% mitspielt. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja immer, dass hier Nicht-Deutsche anrufen, die auch nicht wirklich Deutsch können. In den meisten Fällen lesen die tatsächlich nur von ihrem Skript ab und sobald man irgendetwas antwortet, was da nicht draufsteht, müssen sie auch schon nicht mehr weiter. Ja, guten Tag. Wie kann ich denn behilflich sein? Ihr Mikrofon. Hier hat man ja wieder eindeutig rausgehört, dass jemand am Telefon war, nur halt nicht sprechen wollte und dann einfach aufgelegt hat. Ich kann mir das so vorstellen, entweder die wollen uns einfach nur vereiern oder, tja, die haben ihr Headset einfach irgendwo liegen und der, ja, das Telefonat hat sich automatisch aufgebaut. Ist ja in den Callcentern meistens so, dass die, ja, angeblichen Kunden direkt hochploppen von den Datensätzen, die man da eingetragen hat. Wird einfach auf jeden Mitarbeiter aufgeteilt, sobald die Leitung wieder beim Mitarbeiter frei ist, klingelt direkt wieder das Telefon. Manchmal trägt sich ja nicht immer direkt jemand ein, wodurch dann eben auch vielleicht Leerlaufzeiten in den Callcentern entstehen können. Ja, und sowas hört man dann hier das eine oder andere Mal vielleicht. Wo der Mitarbeiter einfach gerade selber nicht bereit am Telefon sitzt, das Telefon aber den Call hochschmeißt. Guten Tag. Wen habe ich denn da am Apparat? Möchtest du nicht mit mir sprechen? Hallo. Heute nicht, ne? Wie viele Leute hast du denn heute schon so beschissen? Ja? Okay. Ja, interessant. Ja? Und wie viele Leute haben da so bei dir eingezahlt? Ja? Haben die alle nur 250 Euro sich bescheißen lassen oder haben da auch ein paar 500 eingezahlt? Mit Visa oder mit Mastercard? Ja? Haben sie denn schon Erfahrung? Ja? Wie geht es ihnen denn heute? Ah ja, schön. Das freut mich, dass es ihnen schlecht geht. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Tja. Was das jetzt hier genau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Selbstgespräch, ist ja ganz klar rauszuhören. Aber, tja, weiß ich nicht. Warum rufen die immer wieder an und dann ist da keiner dran? Tja, entweder verbraten sie ihre Pause und wollen uns nur ein bisschen ärgern.
Oder die Telefonanlage spinnt. Oder der Mitarbeiter ist einfach nur zu dämlich, mit dem Ding umzugehen. Man weiß es nicht. Ja, mit welchem Betrüger spreche ich denn jetzt? Na gucke, da hat's Betrügerschweinchen schon wieder das Mikrofon ausgemacht und will sich ein bisschen Pause ergaunern. Vielleicht sagen wir einfach mal deinem Chef Bescheid, dass du nur rumsitzt und deine Zeit vergeudest und dein Geld überhaupt gar nicht wert bist. Hm? Was hältst du denn davon? Na, soll ich mal anrufen und Bescheid sagen? Ja? Okay, das machen wir. Dann wünsche ich dir noch einen schlechten Tag. Auf Wiederhören! Ja, es kommt tatsächlich ziemlich oft vor, dass mittlerweile Mitarbeiter hier anrufen und nichts sagen. Woran das wohl liegen mag? Betrügersammelstelle, schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich mit Frau Regina Günther sprechen? Mit was? Mit Frau Regina Günther. Oder bin ich falsch verbunden? Sowas existiert nicht. Okay, sorry. Schönen Tag. Ja, nicht so. Ciao. Ja, also wie das jetzt hier zustande gekommen ist, ich weiß es nicht. Den Datensatz habe ich tatsächlich nicht eingetragen. Tja, keine Ahnung, ob die da durcheinander gekommen sind mit ihren ganzen geklauten Datensätzen oder was auch immer, aber tja, komisch ist es auf jeden Fall. Deutschland. Sammelstelle für betrügerische Anrufe. Im Handy. Dort. Hallo? Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, der Neumann ist am Apparat, Herr Thalle. Was denn? Herr Thalle? Ja, was denn? Es freut mich sehr, Ihnen am Apparat zu erreichen. Ja, da ist am Apparat, wie gesagt. Ich rufe Sie an, Herr Thalle, von einer Anlageberatungsfirma. Und ich wollte sehr gerne mit Ihnen ein paar sehr interessante Informationen über Finanzmarkt teilen. Von welcher Firma ausrufen Sie denn an? Also, wir sind schon Geschäftspartner mit Einvesting. Es ist schon die Plattform. Ich habe gefragt, von welcher Firma aus Sie anrufen, nicht von einer Anlageberatungsfirma. Also, Ihre Firma ist eine Anlageberatungsfirma, oder wie heißt die? Wie gesagt, wir rufen Sie an von Trading Academy, ist eine Academy. Also okay, und Trading wir sind schon Academy GmbH, AG, was denn? Ja, wie ist denn Ihre Firmierung? Wissen Sie die selber nicht, oder was? Natürlich, das ist es schon, weiß Herr Teil, aber ich habe schon gedacht, dass Sie fragen mir über die Plattform, die unsere ja, Firma ich heißt, aber gerne mal den ganzen Namen von der Firma, von der EpicStoneInvest.com. Aha. Ja. Aber wir sind schon Geschäftspartner mit der Plattform Investing. Es ist mehr wichtig für Sie, über Investing etwas zu wissen. Aus diesem Grund, Herr Teile, ich wollte sehr gerne mit Ihnen erstens unseren Geschäftsplan teilen, unsere Arbeit, was Sie hier machen, was wir Ihnen anbieten können und wie können Sie sich ein passives Einkommen zu generieren und etwas Geld zu machen. Glaubt Ihnen den Blödsinn irgendjemand? Noch einmal, bitte. Glaubt Ihnen den Blödsinn irgendjemand? Ja. Ja? Wie viel denn? Wieso soll was Menschen glauben. Wieso sollen sie nicht uns glauben? Ja, es klingt doch schon komplett bescheuert. Wirklich? Ja. Wieso denn? Ja, weil was meinen Sie damit? Ja, es ist Betrug. Wirklich? Sie meinen ja. So? Mhm. Also, was soll ich machen? Ich kann nicht, also, ja, doch, ich kann Ihre Meinung verändern. Nee. Und, doch, kann ich. Nee. Können Sie doch nicht. Gar nicht. Okay. Nein, können Sie nicht. Sowieso, Herr Thalle. Ich sage sowieso nicht, dass Sie, also glauben Sie mir sowieso nicht. Trauen Sie mir nicht. Richtig. Ich glaube Ihnen sowieso nicht. Ich bin auch ein Mensch. Ich kann auch lügen. Vielleicht. Ja, genau. Das glauben Sie ja Ihrem eigenen Auge? Wer sind Sie? Wie dürfen Sie mir so sagen? Erstens. Ja, ich bin auf jeden Fall jemand, der sich nicht verarschen lässt von Ihnen. Es ist nicht meine Schuld, Herr Thalle, dass doch. Sie schon... Ja, rufen wir an, also ist auch meine Schuld. Suchen Sie sich doch lieber mal einen anständigen Job. Irgendwas, wo Sie die Leute nicht bescheißen müssen. Sie sind ein Dreckscheiß, wissen Sie das? Ja? Okay, erstmal lernen Sie, wie Sie mit einem Kauf sprechen sollen. Okay. Was für Kriminelle? Ja, du bist eine okay, Kriminelle. Okay, wenn ich ein Krimineller bin, wenigstens ich spreche nicht solche Wörter mit Sie. Genau. Bist du was? Was? Na, fällt dir nichts Besseres ein? Wie? Fällt dir nichts Besseres ein? Ist doch anwendig, was du da machst. Nein, ehrlich sein, es fällt mir überhaupt nicht. Ist dir das nicht peinlich? Ist es das? Einen Job zu machen? Das ist es Ihnen peinlich, denke ich. Genau.
Ja, dir peinlich, denke ich mal. Ja, genau, weil sie sprechen solche Wörter, ich spreche nichts. Ja, du lügst doch schon bei deinem Namen. Dein Name ist doch schon von Anfang an gelogen. Wenigstens, ich spreche deutlich und ich spreche wie ein normaler Mensch. Nicht deutlich, du sprichst, als hättest du... Ja, eine sehr nette Dame aus einem sehr netten Callcenter, die mir irgendein Trading-Produkt andrehen will, ja. Ich glaube, da muss man auch wieder nicht so viel dazu sagen. Dass das hier einfach alles nur Betrug und komplett Augenwischerei ist, ja, das erklärt sich meistens ja bei den Betrügern von ganz alleine. Ich finde es nur immer wieder extrem erstaunlich, wie schnell die allermeisten der Betrüger sich komplett selbst verraten, was wir da eigentlich für Leute am Telefon haben und was eigentlich ja deren Interesse ist. Ja, guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Zolliko vom Apparat von der Firma Isaacs & Partners. Hallo. Spreche ich mit dem Herrn Lips? Ja. Guten Tag, Herr Lips. Also der Grund, warum ich Sie angerufen habe, ist, weil wir derzeit eine Kundenakquise machen, also Kundenkreiserweiterung im Bereich Onlinehandel. Und da wollte ich Sie fragen, vielleicht haben Sie 2-3 Minuten Zeit? Mhm. Also das heißt ja. Mhm. Okay. Ja, dann würde ich eben gerne Ihnen einfach unser Unternehmen vor allem und was wir tun und was wir machen in der Branche, per eine E-Mail zukommen lassen. Oder aber Sie haben jetzt Zeit und dann wären Sie vor einem Rechner, dann würde ich Ihnen das auch direkt zeigen. Ja, ich bin am Computer. Okay, super. Dann heißt ich, wollen wir das gemeinsam anschauen oder sind Sie bei der Arbeit oder wie geht das? Das weiß ich doch nicht. Sie rufen mich doch an und wollen mir was erzählen. Richtig. Also, Ihre, wollen Sie es per E-Mail haben, Herr Lips, oder soll ich das buchstabieren? Ich weiß ja nicht mal was. Unser Unternehmen, also Firma, Isaacs & Partners. Aha. Was ist das? Also wir sind eine Online-Handelsplattform und wir befassen uns eigentlich mit Kryptowährungen, Forex, Aktien, vorbörsliche Aktien, vorbörsliche Kryptowährungen und derzeit machen wir ein Angebot für unsere Kunden, ist ja unverbindlich. Da können Sie, wenn Sie wollen, mal das Ganze lesen. Und wenn es für Sie also interessant ist oder vielleicht wollen Sie ja einen Monat, haben Sie bei uns kostenlose Schulung, falls Sie keine Erfahrung haben in der Branche. Oder aber Sie erhalten auch, was soll ich Ihnen sagen, ein Referenzgeschäft. In was denn für der Branche? Also Börse, Onlinehandel. Ach so. Und woher haben Sie da meine Daten? Also eure Daten, die habe ich ja nicht ich arbeite ja da, die haben wir von der Europäischen Zentralbank. Von der EZB? Ja, richtig. Ich will auch lachen. Das ist ja ein Quatsch. Glaubt ihr den Scheiß irgendjemand? Also schauen Sie, ich habe da hier vor mir Belege. Aber oh ich will Mann, auch lachen. So einen Scheiß habe ich noch nie gehört. Noch nie. Ja. Das ist ja jetzt absolut ist aber Zeit, bekloppt. Entschuldigung, aber wieso ist das bekloppt, wenn ich fragen darf? Ja, ist Betrug. Definitiv Betrug. Die EZB, die hat meine Daten nicht und die gibt meine Daten auch gar nicht raus. Aber wieso haben wir ja die? Ja. Irgendwo geklaut oder gekauft? Also weder noch. Wir haben ja ein Abkommen mit der Europäischen Zentralbank. Ja, ja, und, genau. Also nicht genau. Ich, sondern das ist unsere Firma. Ja. Schöne Geschichte. Herr Lips, was soll ich Ihnen sagen? Es ist so, wie es ist. Ich sage Ihnen das und ich werde auch so bleiben. Ob Sie jetzt glauben... Suchen Sie mal irgendeinen seriösen Job. Irgendwas, wo Sie legal Geld verdienen und nicht mit kriminellen Machenschaften. Aber ich bin ja nicht kriminell. Doch. Nein, ganz ehrlich, ich bin nicht kriminell. Doch, Sie sind kriminell. Sie sind ein Krimineller, der versucht, die Leute über den Tisch zu ziehen. Mehr nicht. Krass. Ja, krass, ich höre ja, dass Sie überhaupt sowas machen. Finde ich ganz schön beschämend. Suchen Sie sich mal was Anständiges. Das ist doch ekelhaft, aber wieso sind Sie dann so eingestellt? Ich habe einen super Job, ich liebe meinen Job. Ja, das ist ja ganz schön traurig, dass Sie Ihren Job lieben. Das ist ja ekelhaft. Wie kann man denn sowas lieben? Leute zu bescheißen und zu betrügen. Aber arbeiten, das kann man doch nicht gut finden. Herr Lips, noch einmal. Ich tue meine Kunden nicht alle in einen Topf, sondern ich sortiere jeden Kunden und Sie sind der Erste seit langem, dass genau. Sie so
einfach vorverurteilen. Genau. Sie sind einfach ein Lügner. Sie sind ein Lügner und ein Betrüger. Sie sind kriminell. Das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da machen. Ja? Ja. Also reden Sie weiter. Es wird eh aufgezeichnet und ich habe Ihre Daten. Okay, jetzt machst du dich gleich nochmal strafbar, weil auch das darfst du nicht. Nein, es wird ja eh alles aufgenommen. Bist du lächerlich. Ja, genau, alleine das ist ja auch strafbar. Dann zu viel. Ja, alleine das ist auch strafbar. Ja. Also, was strafbar ist, man, ihr seid doch alles Hurensöhne. Genau. Also dieses Gespräch fand ich ja tatsächlich mal höchst interessant. Ein Schweizer, der meiner Meinung nach jetzt keinen ausländischen Akzent hat und zum Schluss dann doch noch beleidigt. Tja, also der Typ, der hat garantiert ziemlich hohe Verkaufszahlen. Auch wenn er vielleicht noch relativ neu in dem Business ist, so wie er sich anhört, weil der war ja doch ein bisschen unbeholfen, fand ich, und hat auch lauter dämliche Fragen gestellt, wo man ja gar nicht so richtig drauf antworten kann. Das finde ich ja meistens das größte Problem bei den Betrügern, weil man ziemlich oft einfach ziemlich dumme Aussagen und Fragen bekommt, wo man einfach nur dämlich drauf antworten kann. Da gibt es einfach keine vernünftigen Antworten drauf. Ja, und dann sowas hier. Ganz zum Schluss hat er dann, wie jeder andere Betrüger, sein absolut wahres Gesicht gezeigt. Tja, allerdings hatten wir das noch nicht so von jemandem, der ja mehr oder weniger akzentfrei in schweizerischen Akzent meinetwegen noch. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also der kam jetzt nur nicht aus Kakerlaken, Timbuktu, von sonst wo. Wahnsinn. Tja, also so ist es halt, ne? Also am Ende nehmen sie sich dann alle doch irgendwie nix. Selbst wenn sie irgendwie erstmal ein bisschen seriöser und netter wirken, sie sind's am Ende nie. Tja, so ist es halt, wenn man aus einem Betrüger-Callcenter anruft oder zumindest von einem Betrüger-Callcenter angerufen wird. Dann sind da halt eben nur unterirdische komische Leute dran. Ja? Hallo? Was möchtest du denn? It's Alessandro Tannelli speaking, Gerald. How's your day going? Nee. Hier wird nur Deutsch gesprochen. Hier wird anständig geredet. Do you speak English, Gerald? Nee, so was unanständig machen wir nicht. Wir reden. Tja, so sieht's aus. Wir sind ja hier schließlich in Deutschland. Also wollen wir auch auf Deutsch beschissen werden. Und nicht auf Englisch oder sonst irgendeiner komischen Sprache. Also nicht, dass Englisch jetzt komisch wäre, aber ich frage mich immer wieder, wie kommen die eigentlich dazu, nach Deutschland zu telefonieren und dann nicht mal Deutsch zu sprechen? Tja, also sicherlich gibt's genug Deutsche, die Englisch können, aber es gibt auch viele, die kein Englisch können. Von daher verstehe ich einfach absolut nicht, warum die jedes Mal felsenfest davon ausgehen, dass, wenn sie hier auf Englisch anrufen, dass sie damit Erfolg haben. Also meiner Meinung nach ist gerade die, die jetzt auch Englisch alle können, sind doch definitiv ein kleines bisschen intelligenter als die, die es nicht können. Na, also versteht mich jetzt hier nicht falsch, ich will jetzt hier keinen beleidigen, aber gerade wenn ich jetzt Englisch sprechende Leute am Telefon habe, dann denken die doch noch einen Ticken eher nach. Also, ne, also ich hoffe, ihr könnt jetzt meine Geistesgedankengänge irgendwie nachvollziehen. Wenn ich jetzt Englisch kann, dann bin ich doch schon mal nicht ganz doof. Aber da lasse ich mich doch auch nicht bescheißen. Tja, also wahrscheinlich klappt's ja schon irgendwie trotzdem. Ich weiß es nicht. Ja, Jürgen, doch. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich mit Frau Günther Gina sprechen? Nee. Ist sie nicht da? Nee, Sie dürfen also, nicht mit der Frau sprechen. Darf ich? Nicht? Nee. Meinen Sie? Warum? Ja, weil ich das verbiete. Also, Sie möchten das so machen oder das so sein? Ja, was, worum geht's denn? Also, es geht um die Anmeldung, also was Frau Regina bei uns gemacht hat, ja. Aha, was denn für eine Anmeldung? Also ich akzeptiere nicht Ihre Entscheidung. Ich muss das auf jeden Fall von Frau Regina hören. Nee, das ich bin Ihr Mann und ich hab's hier das Sagen. Also, das akzeptiere ich nicht. Das spielt für mich, das ist mir egal, wer Sie sind. Ich muss das auf jeden Fall von Frau Regina hören. Mir ist auch egal, ja? Wer Sie sind. Wer sind Sie denn überhaupt? Okay, dann ich rufe nochmal 1000 Mal an. Ja, das können Sie gerne machen. Dann machen Sie sich strafbar und ich erlaube Ihnen sowieso nicht mit meiner Frau zu sprechen. Okay. Das können wir so mal probieren, ja? Dann zeige ich Sie an. Okay, können Sie das machen. Ich hab keine Angst. Wiedersehen, du wirst hier. Ciao. Das kann ich jetzt gerade tun, ja? Ja, wiedersehen, Würstchen. Dauer, ciao. Ja, tschüssi, Bockwurf. Also mal ganz davon abgesehen, dass so ein Verhalten, mit meiner Frau darf nicht gesprochen werden, das ist natürlich Quatsch, das ist logisch.
Aber, naja, wie er sich jetzt hier so verhalten hat, es spricht ja definitiv auch wieder Bände. Denn eins ist klar, wenn der Kunde verbietet, dass die nochmal anrufen dürfen, egal aus welchem Grund auch immer, ne? Also ihr könnt sogar Kundenservice verbieten. Wenn ich einer Firma ganz strikt verbiete, hier nochmal auf dieser Leitung anzurufen, dann habe ich das verboten. Und dann haben die definitiv nicht das Recht zu sagen, dass es denen scheißegal ist und dass sie sowieso machen werden, was sie wollen. Das geht ja wohl überhaupt nicht. Tja, ich meine, was will man auch großartig von Betrügern jetzt erwarten? Aber das ist schon tatsächlich mal wieder eine neue Nummer, die noch abgefahrener ist, als was eh schon immer hatten. Hallöchen. Hallo. Ja? Hier ist der Felix Koch. Ich würde gerne mit der Frau Susanne Schneider-Dienst sprechen. Ist das möglich? Nee. Da bin ich falsch, oder was? Nee. Sondern? Nee, es ist nicht möglich. Wieso denn? Weil die Frau nicht sprechen kann. Wie bitte? Weil die Frau nicht sprechen kann. Ach so, alles klar. Dann vermerke ich das so. Ich bedanke mich für Ihre Offenheit und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja. Danke, tschüss. Also auch wenn das jetzt hier ein illegales Gespräch war und der Anruf selbst nicht erlaubt war, so gehört sich's dann eigentlich auch. So hört man das zumindest von seriösen Unternehmen. Die Betrüger legen ja relativ selten oder wenig Wert darauf, überhaupt seriös zu wirken. Aber das ist ja tatsächlich eins der seltenen Vorfälle, dass die Betrüger sich trotzdem halbwegs höflich verabschieden. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, guten Tag, mein Name ist Arno. Ich rufe Sie von TomTom. Sie wollen Ihre Karten Update machen. Von TomTom? Ja. Aha. Warum rufen Sie Sie da wollen an? Ihre Gerätkarten Update machen. Ja, ich will mein Gerätkarten Update machen. Ist Ihr Gerät mit Computer verbunden? Nee, Gerät ist kaputt. Dann was wollen das machen? Der Gerät hat gemacht und dann war aus. Dann wenn das aus, vielleicht Akku ist leer. Akku vielleicht leer? Nee, ja. Hat gemacht. Dann warum ist das kaputt? Ja, weiß ich nicht. Schrott. Billigzeug. Ist das etwa die Hardware-Weise? Hardware-Problem? Weiß ich nicht. Wieso? Was soll ich denn machen? Einmal schalten Sie ein. Was? Einmal versuchen Sie einschalten. Ja. Und dann macht es und dann ist kaputt. Dann wenn das kaputt, dann holen Sie bitte neue Gerät, okay? Ja. Dann tschüss, aber der... Ja, und was bringt der Anruf? Wie? Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Update? Dann update das, wenn das kaputt, Gerät ist kaputt, dann wie das machen, Gerät update. Geht nicht. Ja? Ja, dann nehmen wir ein anderes Gerät, dann habe ich dann, ja, hole ich ein neues. Ja, nehmen ein anderes Gerät. Richtig. Ja. Ja, dann und tschüss, aber der... Und wie macht man bei dem anderen Gerät dann Update? Andere ist das, Update ist, bekommen das, ja. Erste Update automatisch, okay, funktioniert. Ja, aber ich habe ja noch das andere Gerät. Wie mache ich das denn da jetzt? Haben Sie ein anderes Gerät? Ja. Okay. Und wie macht man da? Tja, also hier haben wir tatsächlich mal wieder was anderes auf dem Kanal. Der Gerät macht Update. Und zwar gibt es tatsächlich Webseiten, die vom Prinzip wieder genauso aufgebaut sind wie die Betrügerseiten, die wir hier schon kennen mit der Trading-Abzocke. Man trägt sich ein, weil man, oder man oder noch anders. Ich habe jetzt zum Beispiel das Navigationsgerät TomTom, ist jetzt nur ein Beispiel, und suche dafür nach einem Update. Normalerweise stecke ich das an den Computer, installiere das Programm dazu und der Computer findet dann das Gerät, wenn ich es per USB anstecke und dann gibt es, also das Programm, was ich auf dem Computer habe, macht dann ein Update für das Gerät. So, aber was das jetzt hier ist, ich google jetzt natürlich nach meinem Gerät und google, dass ich ein Update für das Gerät suche. So, und dann kennt man das ja auch vielleicht von der ein oder anderen Hardware, dass man sich so Treiber selber runterladen und draufschieben und installieren kann. Wenn man da so ein paar Regeln und Bedienungsanleitungen befolgt, dann funktioniert das meistens auch so. Ja, und dann, wenn man jetzt bei Google eingibt, dass man dieses Gerät updaten möchte, dann kommt man auf eine Phishing-Webseite. Also eine Webseite, wo man seine Daten eintragen soll und dann da steht Download.
Aber anstatt Download klingelt dann das Telefon. Und dann möchte euch dieser nette Inder hier, oder was auch immer das darstellt, der möchte euch dann durch das Update führen. Hier lädt er euch denn oder will er, dass ihr euch dann eine Art Teamviewer oder sowas ähnliches wie AnyDesk runterladet. Ja, um dann was auch immer auf eurem Rechner zu tun. Hier ist definitiv äußerste Vorsicht geboten. Denn wenn irgendjemand Fremdes auf eurem Rechner rum manipuliert, möchte ich nicht wissen, was dabei alles rauskommen kann. Denn der Computer ist bei euch definitiv somit das Persönlichste, was ihr zu Hause habt. Da sind alle Unterlagen drauf und alle wichtigen Sachen, die man so hat. Ja, und von daher sollte da definitiv kein Fremder drauf rumwurschteln. Tja, aber das ist schon krank, dass die sich jetzt hier tatsächlich mit Geräte-Updates auch darüber irgendwelche Betrugsmaschen ausdenken. Keine Ahnung, wie man da nachher an Geld kommen möchte. Wahrscheinlich soll denn der Kundenservice im Nachgang Geld kosten oder man braucht das alles gar nicht, weil man direkt das darauf abgesehen hat, ein Virus auf eurem Computer zu platzieren, um dann eben was auch immer damit zu tun. Sich im besten Fall, also für euch im schlechtesten Fall, einfach bei eurer Bank zum Beispiel einloggen. Ist schon sehr bedenklich, sollte man definitiv aufpassen, was man da so macht. Wenn euch das Video übrigens gefällt, gebt mal einen Daumen nach oben, bitte. Hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr. Mein Name ist Martin. Ich rufe Sie von TomTom Support. Sie wollen Ihre TomTom aktualisieren oder Update machen? Ja. Haben Sie mit Ihrem PC verbunden Ihre TomTom? Ja. Ich will Ihnen besser zu helfen. Ich brauche einmalige Verbindung mit Ihrem PC. Darf ich? Was denn für eine Verbindung? Mit Ihrem PC, Herr. Ja, und was verbindet man da? Es wie bitte? Dran. Ja, so, was haben Sie, bitte schreiben Sie www. Einen Punkt. L wie Ludwig. Ein L. L wie Ludwig. Ja. O wie Otto. G wie Gustav. M wie Martha. Ja. E wie Emil. Ja. E wie Ida. N wie North Pole. 123.com. Und was ist das? Was macht man da schön? Ich verbinde mit Ihrem PC, dann ist markiere TomTom Update. Aha. Kann ich das nicht irgendwo runterladen? Ja. Ja. Dann machen Sie. Wo muss ich jetzt auf Download drücken? Ja. Wo denn? Was kommt? Na, ich wollte gerne das Update runterladen. Richtig, Herr, aber mein Herr, dann brauchen Sie unsere Hilfe, es kostet nicht kostenlos, okay? Ist nicht kostenlos? Ja. Warum? Das ist meine Firma, das ist Gebühren, meine, das ist nicht, ich arbeite auch im TomTom dann. Ich dachte, es ist kostenlos, was kostet es denn? Nein, ich mag das nicht, unsere Hilfe ist nicht kostenlos, okay? Na, was kostet es denn? Dann 100 oder 50 Euro. 150 Euro? Ja, dann unsere Hilfe brauchen. Aha, das ist ja interessant. 150 Euro dafür, dass ich dann gar nichts bekomme. Kein Problem. Wenn Sie das nicht machen, kein Problem, okay? Das ist ja ein netter Betrugsversuch. Wie bitte? Ich sage, das ist ja ein netter Betrugsversuch. Okay, einmal bitte versuchen Sie auf Ihrem Netz, okay? Ein was? Versuchen Sie selbst, machen Sie selbst, okay? Was ist das? Sie sollen machen. Ja, dann wo muss ich drücken? Dann ich kann nicht Ihnen weiterhelfen, okay? Auf Wiedersehen. Tschüss. Warum denn nicht? Tschüss. Tschüss. Warum denn? Warum denn? Nein. Tschüss, tschüss. Warum denn? Tschüss. Warum denn? Ja, sag warum. Ja, also das hatte ich tatsächlich auch noch nie. Husch, 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 husch. Also das ist schon, ja. Also das ist tatsächlich mal was ganz Neues. Husch, husch. Eieieiei, also die versuchen es wirklich mit allen Mitteln irgendwie an unsere Kohle zu kommen. 150 Euro für ein Firmware-Update dafür, dass er dann sicherlich am Ende kein Firmware-Update macht oder euch einfach ein kostenloses Firmware-Update, was man sowieso kostenlos bekommen hätte und dafür kassiert ihr dann Geld, weil er das dann tut. Tja, das ist schon, ja, ein ganz neues Level. Aber wie gesagt, das definitiv ist da noch nicht zu Ende, wenn die das machen. Denn die Verbindung auf eurem Computer, das machen die nicht aus lauter Langeweile. Da wird definitiv irgendetwas mit installiert, was man da definitiv nicht haben will. Was denn los?
Hallo, guten Tag. Wo drückt denn die Socke? Isabella Beck, mein Name ist, grüße Sie. Mhm. Also ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma. Eine Lageberatungsfirma? Ja. Ich wollte gerne mit Ihnen einfach sagen. Was bereitet Ihnen für eine Lage? Ich wollte gerne mit Ihnen einfach sehr wichtige Informationen um die neuesten Gelegenheiten über Finanzmarkt teilen. Am Anfang will ich Ihnen fragen, sind Sie vielleicht bekannt mit Finanzmarkt? Mhm. Wie möchten Sie denn genau sprechen? Tja, die nette Tante von der Lageberatungsfirma, die uns nicht verraten möchte, welche Lage wir denn jetzt hier beraten und mit wem sie eigentlich genau sprechen wollte. Interessant, so funktioniert halt der Betrug. Ja. Hallo, this is John Andrews, may I speak to Mr. Felix? Was? Mr. Felix, sprechen Sie Englisch oder nur Deutsch? Ne Deutsch, aber nuschel mal nicht so, sonst versteht man nichts. So, ich rufe Sie von der Firma GMA Pros. Wegen der Online-Handelssoftware an, für die Sie sich angemeldet haben. Aha. Für welche denn? Sir, ich bin Ihr Kontomanager und helfe Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos. Ja, und für welches Konto? Welches Konto denn? Welche Software? Jetzt haben wir schon zwei Fragen. Wenn du mal weiter laberst, dann kommen noch mehr Fragen. Sir, Mr. Felix, haben Sie ein Online-Handelskonto eröffnet? Kann es sein, dass du irgendwie unintelligent bist? Weil ich habe dir jetzt zwei Fragen gestellt. Okay, danke schön. Ah ja, also ist die Intelligenz gleich vorbei. Ja, nicht nur die Intelligenz ist gleich vorbei, sondern leider auch das Gespräch direkt. Tja, so ist das halt. Einfach nur Wahnsinn. Ich find's immer wieder erschütternd und erniedrigend, wie wir hier überall beschissen werden. Das geht wirklich mit den einfachsten und billigsten Methoden. Die geben sich nicht mal Mühe. Und das Allerschlimmste ist, es funktioniert. Tja, schützen kann man sich vor Betrug zum Großteil einfach schon alleine damit, wenn man das Gehirn anschaltet, sobald irgendjemand anruft oder man das Haus verlässt. Das ist auf jeden Fall grundsätzlich immer zu empfehlen. Tja, natürlich gibt es auch den ein oder anderen Menschen, der es nicht alleine kann. Die sind natürlich immer grundsätzlich davon ausgenommen. Aber man sollte wirklich immer überlegen, was man tut. Denn schlimmer geht's eigentlich nicht, so betrogen zu werden. Also es ist wirklich schon ganz, ganz schlimm, wenn es solche Leute wirklich schaffen, andere Menschen zu betrügen. Und ich meine, die schaffen das. Auch wenn wir hier denken, die sind alle doof. Ja, das Problem ist, der ein oder andere fällt da immer drauf rein. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass keiner dieser Mitarbeiter jeden Tag ohne Betrug nach Hause geht. Mein versuchter Betrug ist das alles. Aber es wird sicherlich die allermeisten dieser Mitarbeiter betreffen, dass die am Ende des Tages einen Verkauf haben. Wenigstens einen, weil irgendwie muss sich der Mitarbeiter ja selbst überhaupt finanzieren und rechnen und rentieren. Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, ihr kennt die Geschichte mit dem Däumchen und dem Abo-Button. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.